Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash Verdifikat hinein zurück bei Let's Play Crash Bandicoot 4. It's about time. Sorry mal wieder für die Verspätung, weil ich hatte vorher jetzt einige technische Probleme, sprich, meine Capture Card hat aus irgendeinem Grund sich geweigert, jetzt aufzunehmen, beziehungsweise in der richtigen Framerate. Und anscheinend hat mein USB, anscheinend das USB-Kabel irgendwie nicht gepasst, weil zuerst dachte ich, es wäre nicht das USB-Kabel und meine Capture Card stattdessen. Oder dass beim Anschluss irgendwas nicht gepasst hat. Das war ein richtiges Hin und Her. Ich habe wirklich versucht, irgendwie was wieder hinzubekommen. Und zum Glück ist mir das gelungen. Ich habe es jetzt wieder zum Laufen gebracht, wie ihr deutlich sehen könnt. Alles funktioniert. Weil das dachte ich wirklich durch das USB-Kabel oder die Capture Card selbst. Ja, weil es nämlich auch in meinem neuen Laptop nicht funktioniert hat, weil ja, weil mein HP Omen 17 mit einer RTX 2060 sollte eigentlich auch die Elgato 60S problemlos aufzeichnen können mit über OBS Studio. Naja, was soll's. Okay, jetzt wird's endlich Zeit, dass wir wieder weitermachen mit der 100%, beginnend mit der 8. Welt, weil bloß nicht abheben. Im Normalfall haben wir, müssen wir nur das Kistenjuwel kriegen, bei bloß nicht, also bei der invertiert Variante, ui. Ja, da fehlt uns das Lebensjuwel, als auch das Keimjuwel und hat sich ein Wumperjuwel. Da müssen wir also doch tatsächlich irgendwie gucken, auch nochmal so ziemlich alle Wumperfrüchte zusammenzukriegen, sprich auch beim Bonus uns Mühe zu geben, also. Ja, legen wir erstmals los mit den Kistenrun. Von der Normalvariante. Ab geht's!
Ich muss das Schiff finden. Hätte ich doch nur nicht die Teleportfunktion meines Blasters durch einen Haartrockner ersetzt. In 10, 9, ich hätte bei 3 anfangen sollen. Startet!
So, das wäre geschafft. Die ersten drei Level von dieser Welt haben wir jetzt komplett durch. Und ja, im nächsten Part machen wir dann mit dem Schwierigsten weiter. Oh mein Gott. Ich versuche mich jetzt schon mental irgendwie darauf vorzubereiten, dass das heftig deftig wird hier. Der Scheiß. Yep, der Level Crashlandung. Fuck, das wird heftig. Zweimal hintereinander das Kistenjuwel noch kriegen müssen. Vor allem durch den einen Juwelenpfad und auch dazu dieser Ritt. Ich frag mich echt, was beim Zweit... Was bei Invertiert-Variante bitteschön... Wo ich da bitteschön die einen Kisten verpasst habe. Naja, werden wir dann schon sehen, wo ich sie verpasst habe. Bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer gilt, wenn es gefallen wurde, diese Bestimmung ist, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Ja, wir nähern uns bald dem Ende. Also bleiben wir dran und seid gespannt, geht wieder rein. Euer Crush wurde wirklich hinein. Bis zum nächsten Part und Let's Play Crash Bandicoot 4. It's about time. Also auf Wiedersehen. Tschüsschen, Leute.